Es war der 12. April 1986. Ein nasskalter Samstag. Das Spiel des Jahres stand auf dem Programm. Lautern gegen die Bayern. Ich erinnere mich heute noch haargenau an jedes verfluchte Detail dieses Tages. Wir waren zu dritt, und zwar warm, denn wir hatten auf dem Weg von unserem Dorf ins Stadion bereits eine Flasche Ballantines geleert. Mehrere Flachmänner steckten als eiserne Reserve im Futter unserer Partner. Es ist der 30. Spieltag und die Lauterer empfangen die Bayern aus München. Das Stadion ist dran. 35.000 Lauterer Fans standen auf und sangen das Pfälzerlied an diesem nasskalten Samstag. Schiedsrichter Markus Weber aus Bergkamen pfiff das Spiel pünktlich an. Bayern hat den Anspruch. Wir sind in der 30. Minute und es steht immer noch 0:0. Wegmann spielt zu Eck, der passt zurück auf Matthias. Matthias spielt Stahlbach oder Wohlfahrt. Wohlfahrt, er sprintet den Ball. Da springt ihr Wolfgang Rolf mit gestreckten Beinen in die Knochen. Unglaublich, ein brutaler Fall. Wieder einmal die Lauterer Blutgrätsche. Wohlfahrt schreit vor Schmerz. Was macht Schiedsrichter Weber? Der hat sichtlich Respekt vor dem Zorn der Lauterer Fans und traut sich gerade mal ein Foulspiel zu pfeifen. Eikes, der Trainer der Bayern, ist völlig außer sich und beschwert sich lauthals beim Schiedsrichter. Der verwarnt ihn. Das ganze Stadion pfeift und buht den Bayern-Trainer aus. Das war die Live-Schaltung von Metzberg. Jetzt geht's zurück ins Stadion. Was für ein Spiel. Wir verhöhnen Wohlfahrt und feiern Wolf. Für sein grandioses Foulspiel. Wir klatschen. Die einstudierten Rhythmen der Fanclubs. Wir sind auf einem anderen Planeten. Die Erde ist Lichtjahre entfernt.